Nach dem sensationellen Fertiggemachten Weiterkommen in der Champions League geht es jetzt nun weiter gegen Stuttgart. Aber mir wurde in die Kommentare geschrieben, ich soll mal nach dem Spieler Adeyemi gucken. Der wird mir der Y geschrieben, ne? Jemi, so. Ja, Karim Adeyemi. 19, 80, 32 Millionen. Wir werden ihn auf jeden Fall mal ins Blickfeld nehmen, fertig scouten. Und dann vielleicht ist er ein Spieler für die Winterpause. Wenn ich natürlich noch ein bisschen Geld auftreiben kann, aber das wird von den Finanzen her gar kein Problem sein, weil wir hier locker alles verschieben können. Ich kann erstmal hier Sonstiges ein bisschen runter machen und das bei Infrastruktur draufpacken. Dann sind wir da auch besser und jetzt haben wir 18 Millionen, die wir hier höher gehen können und dann machen wir das dann ganz gescheit. Wir gehen 5 Millionen oder 6 Millionen hier höher und die restlichen 12 Millionen packen wir auf unser Transferbudget, um uns für... Genau, um uns für die Winter-Transferperiode zu rüsten. Damit haben wir 22,4 Millionen. Da kann man schon mal gucken. Wenn wir Adeyemi schon vorher kriegen könnten, können wir auch vielleicht sogar gucken, dass wir für Linksaußen jemand anderen holen. Aber Timo Werner, das ist deine Position, ne? Linksaußen. Da hast du dich einfach festgespielt jetzt. Das ist natürlich auch was. Und Moukoko, ja. Moukoko darf ran gegen Haaland. Und Werner müsste eigentlich eine Pause kriegen. Naja, ich glaube, ich lasse Timo Werner und Di Maria jetzt noch spielen. Dann spielt nächstes Spiel Daniel Marlend gegen Wolfsburg. Und obwohl das besser jetzt wäre, ne? Dann müssen wir einfach mal gucken. Ja, dann spielen nächstes Spiel Daniel Marlend und Knauf. Und dann gucken wir erstmal. So, dann geht es auch schon bald gegen die Bayern. Aber wir gehen jetzt erstmal rein in Stuttgart und ich habe vergessen einfach, dass ich die Taktik machen sollte. Aber ich schätze mal, gegen Stuttgart kriegen wir das hin, weil wir auch zu Hause spielen und zu Hause sollen wir eine Macht sein. Aber es gibt eine frühe gelbe Karte für unseren Rechtsverteidiger. Das ist natürlich sehr bitter, aber Koulibaly macht das 1:0. Sehr stark. In der 11. Minute. Okay. Da geht es die, ja, es gibt zwei gelbe Karten direkt für Stuttgart. Vor der 20. die dritte mit Atakan Karazor. Und dann bleibt es eher ruhig. Kriegen wir noch ein Tor vor der Halbzeit? Das wäre sehr wichtig, mit 2:0 in die Halbzeit zu gehen. Aber nein, wir gehen direkt rein mit einem 1:0 in die Halbzeit. Okay, es läuft nicht so schlecht, aber Schlotterbeck darf rein. Manolas hat katastrophal gespielt. Und ja, was soll ich machen? Ich will keine gelb-rote riskieren und deswegen kommt Emre Can rein. Wird nach hinten gezogen als Rechtsverteidiger und Vitinha wird ins zentrale Mittelfeld gezogen. So, da haben wir schon zwei von drei möglichen Wechseln weg und dann kann man hier mal ein bisschen massieren und natürlich den auch den 66er hier massieren, Timo Werner. So haben wir uns das vorgestellt. In der Halbzeit drehen wir richtig auf. Macht es so. Lasst uns genauso weitermachen. Wir kontrollieren es ja weitestgehend. Und dann gehen wir in die zweite Halbzeit und gucken. Wir lassen die restlichen aufwärmen. Drei Wechsel haben wir noch. Und wir werden auch wahrscheinlich bald wechseln. Dann kommt für Timo Werner ein Daniel Marlen rein. Und mal schauen halt, wie es weitergeht. So. Es bleibt eher ruhig, ne? Man kriegt nicht großartige Chancen hin, aber es läuft auch nicht schlecht. So, Timo Werner, Daniel Marlen kommt rein, Rainer kommt für Marco Reus und bringe ich Haaland? Ja, ich bringe Haaland. Einfach mal gucken, ob Erling da noch was machen kann. Und da kassieren wir direkt nach den Wechseln, kassieren wir das 1:1. Wie bitter ist das? Direkt nach den Wechseln. Da wünscht man sich, dass es anders läuft und dann kommt sowas. Und die Zeit läuft gegen uns. Ja, was heißt gegen uns? Wir spielen 1:1 gegen Stuttgart, gegen eine Mannschaft, gegen die wir gewinnen müssen. Wir gehen in die Ergebnisse rein. Wir spielen 1:1 gegen Stuttgart zu Hause. Das ist natürlich sehr, sehr bitter im Titelkampf. Dann Leverkusen gewinnt gegen Bochum, Union Berlin verliert 0:2 gegen Hertha. Gladbach gewinnt 2:1 gegen Kräuter Fürth. Freiburg 2:4 gegen Eintracht Frankfurt. Hoffenheim 2:1 gegen Leipzig. Mainz 1:2 gegen Köln und Augsburg 1:5 gegen Bayern. Und die sind jetzt 6 Punkte weg. Bielefeld mit dem 0:2 gegen Wolfsburg und
Ja, wir sind weiterhin auf dem dritten Platz, 4 Punkte hinter Wolfsburg mittlerweile schon. Und ja, hier ist auch nicht wirklich viel Abstand, ne? Wir haben 9 Gegentore. Wir sind die zweitbeste Defensive der Liga, aber es sind immer noch zu viele Gegentore. Wir gehen in die Stürme rein, gucken. Das Spiel war über weite Strecken hektisch. Es wäre geprägt von Ballverlusten, von Chancen auf beiden Seiten. Nach der Pause haben wir mehr Druck entwickelt. Mit den einen Punkten können wir nicht zufrieden sein. Aber es hat sich der Trend verfestigt, dass wir homogener werden. Okay. Ich bin sehr erleichtert, dass der Borussia Dortmund ist sehr heimstark. Trainer Pellegrini Matrazzo. Zitat des Tages: Das Trikot von Jonas Hector ist voller Schlamm. Wenn der sich jetzt auf eine Heizung setzt, kann er sich mit einer Mauer ausziehen. Okay. Spieltagsstatistik. Ist da jemand von uns? Nein, aber Spieler des Tages ist Leon Goretzka und es sind 5 Bayern-Spieler da. Kimmich, Sané, Gnabry, Goretzka und Sabitzer. Von Wolfsburg haben wir Baku und Rüssel. Ja, von Hoffenheim haben wir Hitz. Ist einfach die Nummer 1 von Hoffenheim, okay. Ja, läuft bei ihm, ne? Von Hertha haben wir Boyata, von Gladbach haben wir Zakaria und von Mainz haben wir La Jesung, okay. GG. Manolas ist wieder mal nicht wirklich in Form, oh, aber so richtig nicht. Aber Schlotterbeck dafür wieder. Das ist ein Biest, ist das. Ich kann dazu nichts mehr sagen, außer dass das ein Biest ist. Dann haben wir Timo Werner, Angel Di Maria. Die kriegen eine Pause. Daniel Malen kommt rein für Timo Werner. André Di Maria, Knauf kriegt jetzt nochmal eine Chance. Und Reyna startet für Marco Reus. Der hat auch mittlerweile eine 14er Form schon wieder. Ne? Das ist krass, was die da momentan bringen. Die kriegen alle ihre Pause. Haaland kommt rein für Moukoko. Der muss einfach. Okay, ne, ich glaube, ich lasse Moukoko weiterspielen. Von Anfang an, weil gegen Bayern ist mir Haaland lieber von Anfang an. Oder ich lasse ihn eine Halbzeit spielen und dann bringe ich Moukoko rein, damit wir wenigstens halbwegs gut sind. Bayern ist damit viel stärker. Okay, diese werden sowieso ein übelst krasser Gegner mit Bayern. Aber wir können auch mal gucken, wie läuft es eigentlich bei unseren Laien. So, Erdschan, ja, okay, alte Stärke läuft nicht so gut und dabei Kickers Emden. Collins 12 Spiele, Koulibaly 5 Spiele mittlerweile, müsste fit sein. Und Papadopoulos auch 13 Spiele. Wie sieht es denn bei euch aus? Die sind Tabellenerster. Stehen sie defensiv so gut da? 14 Gegentore kassiert. Das ist natürlich sehr, sehr stark, ne, wenn man das so sieht. Aber sie sind Erster einfach. Bester Spieler ist Papadopoulos. Dann kommt Collins und dann kommt Koulibaly. Die gehen auch mit dieser Aufstellung, mit diesen drei Innenverteidigern, die regeln da alles. Die regeln da einfach alles. Also es sieht sehr gut aus, dass Kickers nächstes Jahr Regionalliga spielt. Und dann können wir mal gucken, wie lange haben wir? Wir haben Kooperationsvertrag für 22. Vielleicht kann man danach sogar noch einen Spieler um ein Jahr verlängern, um die in der Regionalliga zu etablieren. Aber erstmal müssen wir gegen Wolfsburg ran und diesmal vergesse ich es nicht. Diesmal gehen wir in die Taktik rein und gucken uns einmal die Mannschaft an. Wekhorst, meisten Tore vorbereitet. Ja, da kümmert sich Emre Can natürlich persönlich drum. Und dann haben sie Luke Bakio und Kadioglu. Guerrero und so, die kümmern sich darum. Du müsstest ja von der Geschwindigkeit bist du auch so weit, dass du ihn schaffst. Und das müsste passen. Philipp hat einfach die meisten gelben Karten, okay. Maximilian Philipp, ehemaliger Dortmunder. Schade, dass aus dem nichts geworden ist. Hätte ich mir mehr erhofft, aber man kann nicht alles haben. Und jetzt re reden wir. Ne, wir reden nach vor dem Bayern-Spiel mit denen. Dass sie den Spielern den Schneid abkaufen sollen. Und hoffen wir einfach mal das Beste für Guerrero und Schlotterbeck. Und Bissaka. Dass sie das hinkriegen. Und wir gehen rein in die Partie gegen Wolfsburg. Eine wichtige. Die sind vor uns. Da können wir den Vorsprung verkürzen. Gebt euer Bestes. Und wir gehen rein in die Partie. Okay, es ist sehr, sehr ruhig in diesem Spiel. 20 Minuten und noch nicht wirklich eine Torchance, aber da kommt die erste, aber die wird nichts. Die wird nichts, aber jetzt langsam kommt Fahrt ins Spiel. 30 Minuten gespielt und es passiert einfach gar nichts wirklich. Und damit ist die erste Halbzeit so gut wie um. Ja, sie wird abgepfiffen mit einem 0 zu 0. Haaland, wie gesagt, der wird. Ich lasse ihn noch ein bisschen spielen. Dann kommt rein für. Geht raus für Vitinha, Koulibaly. Ja, Guerrero kriegt nochmal eine Pause. Pellegrini, der spielt ja eigentlich auch immer gut. Da müsste das passen. Dann motivieren wir nochmal die Außen. Haaland wird auch nochmal motiviert. Dann haben wir ein 2,0er und die werden gelobt natürlich.
Koulibaly massiert. Den Rest massiert der Assistent. Halteransprache. In der Halter drehen wir richtig auf. Holt euch den Sieg, bitte. Bitte, holt euch einfach den Sieg. Aufwärmen. Es wäre so wichtig, hier zu gewinnen. Nicht schon wieder ein Unentschieden. Oder noch besser, noch schlimmer zu verlieren. Aber es sieht hart danach aus, dass Wolfsburg jetzt gerade ein bisschen Stress macht. So, 68. Haaland kommt nicht wirklich in Fuß. Marco Reus kommt mal rein für Rainer. Der Tausch mit Malen. Rainer für Knauf kommt er rein. Und dann muss das so passen. Dann hoffen wir einfach das Beste. Hoffentlich habe ich es nicht wieder verwechselt wie vorhin. Nach dem Wechsel auf einmal, boom, das Gegentor. So, 81. Dann wechseln wir nochmal. Bissaka kriegt nochmal eine Pause. Und das muss dann passen. Das muss dann einfach passen, bitte. Passiert noch irgendwas? 85. 86. 87. Und er pfeift ab. Erneutes Unentschieden. Erneutes Unentschieden. Und ja, es lief gar nichts. Schüsse aufs Tor haben wir 2 gegeben. Und du sagst, ja, wir waren besser. Aber es bringt uns nichts. Spieler des Spiels, Bissaka, läuft hart bei dir. Wir gehen in die Ergebnisse. Bayern spielt aber auch unentschieden gegen Bielefeld. 1-1, starke Aktion von Bielefeld auf jeden Fall. Leipzig gewinnt 2-0 gegen Leverkusen. Wir hätten jetzt aufholen können, aber nein, wir fallen sogar um einen Platz durch das 0-0 gegen Wolfsburg. Frankfurt gewinnt 6-1 gegen Union. Stuttgart 2-1 gegen Mainz. Hertha 2-1 gegen Augsburg. Köln verliert 2-3 gegen Gladbach. Bochum 2-4 gegen Freiburg. Und Greuther Fürth spielt unentschieden 2-2 gegen Hoffenheim. Und wir sind damit auf den 4. Platz gefallen. Wir sind immer noch 6 Punkte hinter Bayern und nächstes Spiel müssen wir gegen die Bayern. Das ist so schlimm. Wir haben es verpasst, an die Tabellenführung heranzuschuppern. Trainer Marc von Bommel. Es macht momentan sehr viel Spaß, zu Hause zu spielen. Gerade wenn man vor eigenem Publikum die Tabellenführung zurückerobern kann. Mit den Fans im Rücken hat das sehr gut geklappt. Marco Reus, ja, das hat gar nicht. Wir haben jetzt ja noch nicht mal ansatzweise dran. Es war ein großer Vorteil für RB Leipzig, dass es ein Heimspiel war. Sie haben den Sieg verdient. Das ist alles, was ich sagen kann. Bayer Leverkusen Trainer. Spieltagsstatistik. Von Freiburg, erster Spieler des Tages, haben wir Pedersen. Dann haben wir von Frankfurt, haben wir Fasnacht und Kostic von Hertha, haben wir Toussaint von Kräuter Fürth, haben wir Seguin von Gladbach, haben wir erneut Zakaria. Zum 6. Mal läuft die hart. Von Wolfsburg haben wir Castells und Roussillon, von Augsburg Ulukai, von Bielefeld Brunner und von Leipzig haben wir Klostermann. GG. Und der Klassiker Dortmund gegen Bayern steht an. Und ja, wir haben einiges zu tun auf jeden Fall. Malen geht wieder auf die Bank. Marco Reus geht aufs Feld. Oder lasse ich... Ja, ich glaube, ich will ein bisschen mit den Stärkeren spielen. Und ja. Ja. Die Maria kommt wieder rein für Knauf, der leider auch nichts wirklich gebracht hat. Koulibaly muss erstmal aushalten. Manolas, ich nehme ihn mit. Ich nehme ihn mit, damit ich die Möglichkeit habe. Schlotterbeck spielt natürlich stark. Aber es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Wir sind eigentlich, ja, bis auf Schlotterbeck sind wir voll aufgestellt. Die müssen natürlich von der Form her noch einiges bringen. Wir gehen in die Taktik rein und gucken einfach mal Teamvergleich. Lewandowski. Emre Can, du lässt ihn nicht aus den Augen, diesen Typen. Guerrero, du kümmerst dich um Gnabry. Gnabry ist natürlich schneller als du, aber auch nicht wirklich viel. Bissaka, du kümmerst dich um Leroy Sané. Dann Bellingham, da ist ein Goretzka, der ist immer gefährlich. Kümmer dich darum. Die Maria und Timo Werner, ja. Und Koulibaly, oder soll ich Koulibaly? Emre Can, 83er Geschwindigkeit. Lewandowski hat 85er Geschwindigkeit. Ich könnte auch einen Koulibaly da mit hinbringen. Dann kann sich Emre Can um Thomas Müller kümmern und Koulibaly kümmert sich um Lewandowski. Das sind die Aufgaben. Sabitzer, ja, ich denke nicht, dass der wirklich was bringt, aber sonst kommt Schlotterbeck noch rein. Davis ist natürlich auch gefährlich. Die Maria, du setzt dich da ein bisschen dran mit seinem 99 Tempo einfach. Ne? Guckt euch das mal einfach an. Das ist ja natürlich der perfekte Spieler, aber ja, die Maria könnte Probleme mit ihm kriegen, aber die Möglichkeit besteht. Dann haben wir noch einen Kimmich, der eigentlich Sechser ist, aber... Aber da Rechtsverteidiger spielt. Hernandez, Upamecano. Bissaka, du bist 88 Geschwindigkeit. Schlotterbeck, ja, bei dir ist noch Training angesagt. Timo Werner, 94 Geschwindigkeit. Wenn ich euch tausche, wie würde das aussehen?
Ja, das wäre zu krass Einbuße. Das wäre die zu krasse Einbuße. So, und dann ist das ja noch alles eingestellt. Okay. Dann gehen wir in die Teamdynamik. Gucken einfach mal. Und Schlotterbeck. Im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Mehr kann ich nicht sagen. Dann, so, wo sind die nächsten? Testing. Im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Das ist das Topspiel. Haaland. Gib im Training alles. Koulibaly. Du musst diesen Spieler den Schneid abkaufen. Das wird eine harte Nuss. Ja, das wird es wirklich. Das wird es wirklich. Di Maria. Du musst den Spieler den Schneid abkaufen. Der macht keinen Stich. Das will ich hören. Das will ich einfach hören. Wie er einfach sagt, der macht keinen Stich. Danke, Di Maria. Den Job soll ich wirklich erledigen? Sichtlich schockiert. Das kriegst du hin, ne? Was ist mit dir los? Ja, okay, Goretzka ist schon eine harte Nuss, ne? Also ich kann es einigermaßen, kann ich es ja auch verstehen. Einigermaßen kann ich es auch verstehen. Bissaka gibt's alles. Du gibst alles. Emre Can, ja, von dir erwarte ich, dass du das hinkriegst. Thomas Müller kriegst du auf jeden Fall hin. So, dann kann ich noch mit einem reden. Mit wem kann ich noch reden? So, Jude Bellingham, Guerrero, Di Maria, Koulibaly habe ich gesprochen. Haaland habe ich gesprochen. Marco Reus. Im nächsten Spiel brauche ich dich. Habe ich Marco Reus von. Ja, ich habe Marco Reus von Anfang an drin. Könnt ihr nicht ständig in Topform spielen? Ja, dann tu es einfach. Kannst du wohl, wenn du zu den Besten gehören willst. Ja, jetzt haben wir ein paar Angebote. Scouting ist abgeschlossen, aber das ist alles egal. Wir gehen rein ins Topspiel der ersten Liga. Damit kann Bayern natürlich weit von uns vorbeiziehen, aber wir können auch rankommen. Die erste Minute ist gespielt, die erste Chance geht natürlich an den Bayern, wenn man das so sieht, und die kontrollieren auch das Spiel. Stand jetzt. Es wird immer schwieriger für uns, da noch irgendwie was zu halten, aber wir kriegen auch mal eine Chance. 15 Minuten gespielt. Ja, jetzt mittlerweile sind wir jetzt bei der 19. Minute und es ist immer noch ein 0-0. Das ist stark. Und Marco Reus macht das erste Tor. Marco Reus macht das erste Tor. Nachdem ich gesagt habe, spiel in Topform, und er sagt, er kann nicht immer, schießt er das 1-0. Das wichtige 1-0 zu Hause gegen die Bayern. Stark, stark, stark. Und Haaland mit der Vorlage, das ist auch nice. Und Marco Reus mit dem Doppelpack. Er sagt, er kann nicht immer Topform spielen und macht sowas. Jetzt Leroy Sané mit den Anschlusstreffer. Das ist natürlich sehr bitter vor der Halbzeit. Aber wir gehen mit einer 2-1-Führung in die Halbzeit. Ne, sie spielen noch weiter. Hier spielen sie noch weiter. Da unten waren sie schon längst fertig. Spielergespräche. Marco Reus. Loben. Loben einfach nur. Dann haben wir 2,5er. Die werden auch gelobt, weil die spielen auch ein solides Spiel. Der Rest hier. Koulibaly muss massiert werden. Und der Rest wird massiert hier. Automatisch ausgewählt. So haben wir uns das vorgestellt. Wir führen. Jude Bellingham hat keine. Hat, ja, okay, das ist ein bisschen schwierig für dich. Können wir. Der direkte Vergleich. Kümmer dich um ihn hier. Nein, 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 nein. Um ihn hier. Um ihn hier sollst du dich kümmern. Und der kümmert sich dann um Goretzka. Emre Can kriegt das hin. So würde ich das sagen. Dann hat Jude Bellingham nicht allzu schwieriges Spiel. Und wir gehen erstmal ohne Wechsel rein in die zweite Halbzeit. Und wir haben ja noch die Möglichkeit. Wir führen ja aktuell noch. Das heißt, sie brauchen zwei Tore, um uns abzuwenden. Und das wir hoffen, kriegen sie hoffentlich nicht hin. Aber es sieht sehr gut aus für die Bayern, dass sie momentan wieder Druck machen, wie sonst. So, 70 Minuten. So, in der 70. Minute. Ah, Heimmannschaft. Ich wollte so machen, nicht die Spieler. Jude Bellingham, Vitinha kommt rein. Kümmerst dich darum. Manolas kommt rein für Koulibaly, der ein hartes Spiel hat, natürlich gegen einen Lewandowski. Und ja, bringe ich Donny Malen oder Reyna? Ich bringe Donny Malen rein. Dann müssen wir nochmal in die Taktik gehen. Direkter Vergleich. Manolas, du kümmerst dich um ihn. Vitinha um ihn. Wir haben die alles geändert jetzt. Ah, Musiala ist raus. Ja, dann kannst du dich ja darum kümmern. Und Vitinha, du kümmerst dich um niemanden. Borreo kümmert sich um Coman. Und das bleibt dabei.
Und dann gehen wir in die zweite, gehen wir weiter. Machen wir weiter und hoffen einfach das Beste. Jetzt wird es natürlich ein Dreifachwechsel. Es könnte riskant werden, aber die Zeit läuft weiter. Die Spieler müssen und Kingsley Coman mit den 2-2. Ach, es ist so bitter. Es ist einfach so bitter. Komm, nochmal Reyna reinbringen und Moukoko ein bisschen Geschwindigkeit. Kriegen wir da noch was hin in den letzten Minuten? Ja, er pfeift ab. Wir spielen einfach unser drittes Spiel in Folge unentschieden. Natürlich ist es gegen die Bayern nicht so schlecht, aber wir haben halt lange geführt, ne? Das ist das Problem. Wir haben halt geführt und in den 80. Minuten kassierst du das Tor. Wir gehen in die Ergebnisse und wir sinken weiter. Aktuell auf dem 5. Platz. Ah, es ist bitter. Es ist einfach bitter. Wir spielen 2-2 gegen Bayern. Leverkusen gewinnt 3-2 gegen Kräuter Fürth. Union verliert 1-2 gegen Leipzig. Gladbach gewinnt 3-2 gegen Freiburg. Stuttgart verliert 0-2 gegen Hertha, Hoffenheim gewinnt 2-0 gegen Eintracht Frankfurt, Mainz verliert 0-2 gegen Bochum, Augsburg verliert 1-2 gegen Bochum, ne, gegen Wolfsburg hat Mainz verloren. Augsburg verliert 1-2 gegen Bochum und Bielefeld verliert 1-3 gegen Köln. Und hier unten verändert sich gar nichts. Auch Fürth, wenn sie dauerhaft verlieren, können sie immer wieder noch hier ihr Ding machen und haben ihre 7 Punkte Abstand. Ja, und bei uns, ja, mittlerweile sind wir 6 Punkte von Wolfsburg entfernt und 6 Punkte von Bayern. Es ist einfach bitter. Wir gehen in die Stimme rein. Aufgrund des Verlaufs war der Ausgleich ein Stück weit verdient. Aber es ist trotzdem ärgerlich, wenn man 2-0 führt. Dennoch wird es keinen Knacks in der Mannschaft geben. In der ersten Halbzeit haben wir zu ungenau im Passspiel. Danach waren wir zu ungenau im Passspiel. Danach haben wir uns aber gesteigert. Der FC Bayern München hat sich sehr weit zurückgezogen und die Räume eng gemacht. Da war es nicht einfach durchzukommen. Wir wussten aber, dass FC Bayern schwer zu spielen ist und gut kontern kann. Trainer Florian Beckmann. Ich habe heute gezeigt, dass ich der Mannschaft helfen kann und hoffe ich natürlich auf weitere Einsätze und am besten von Anfang an. Kingsley Coman, FC Bayern München. Zitat des Tages. Okay, wir haben verloren, aber dem können gute Dinge folgen. Positive wie negative. Trainer Bo Svensson. Spielerstatistik. Marco Reus natürlich. Nominiert. GG auf jeden Fall daran. Geht raus. Props an dich, Captain. Spieler des Tages. Angelo Stiller von Hoffenheim. Von uns ist nur Marco Reus. Von Bayern haben wir gar keinen. Von Leipzig haben wir gleich 3 Spieler mit Soboslai, Simakan und Mukiele. Von Hoffenheim haben wir Stiller und Hitz. Der macht anscheinend sein Ding da. Von Köln haben wir Schaub. Von Frankfurt haben wir Schändler. Von Gladbach haben wir Kramer. Von Leverkusen Palacios und von Wolfsburg Bonau. Läuft hart bei euch. GG. Bei dem letzten Spiel der Champions League Gruppenphase angekommen, müssen wir jetzt gegen Brügge ran. Und ja, ich denke, das wird quasi gefühlt schon ein Selbstläufer. Marco Reus natürlich starke Form mit 13er Form, genauso wie Reyna. Also die beiden muss ich ja quasi spielen lassen. Da haben wir einen Koulibaly, ein Schlotterberg. Danach müssen wir gegen Bochum ran. Aber erstmal kommt jetzt Brügge, Champions League. Lassen wir die jungen Wilden mal ran in der Champions League. Ich denke, Knauf kommt ran, darf spielen gegen Brügge. Hat er Champions League schon gespielt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, nur reingekommen ist er. Di Maria nehmen wir auf jeden Fall mit, da Donja Malen auch nicht so eine geile Form hat. Und Timo Werner muss einfach weiter. Ey, ich will ihn einfach weiter pushen. Moukoko, ich denke, ich werde ihn auf die Leihliste. Wir versuchen, seinen Vertrag zu verlängern. Ist sogar damit einverstanden. Und dann machen wir das direkt auf 4 Jahre. Du wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Wir gehen auf 500.000 und versuchen ihn auch nochmal hier. Schöne Option für 2 Jahre. Und dann werden wir ihn wahrscheinlich verleihen und einen Adeyemi holen. Wenn es eine Winterpause so sein sollte. Genauso wie Knauf. Bei Knauf bin ich auch noch unsicher. Er bringt nicht wirklich was. Natürlich zwischendurch spielt er gut, aber, da müssen wir mal gucken, dass wir da im Winter noch ordentlich zuschlagen. Okay, wenn wir Adeyemi holen, kann ich Knauf vergessen zu verleihen. Dann müssen wir mit Adeyemi arbeiten, aber, wir haben ja auch noch einiges zu tun. Wir gehen in die Taktik. Brügge. Die meisten Tore hat geschossen lang. Dann kümmert sich Guerrero um den. Und ja, okay, dann ist das ja schon mal perfekt aufgeteilt. Emre Can, du kümmerst dich um Bastos und den Rest. Denke ich mal, dass sie das hinkriegen. Wir gehen direkt ins Spiel und gucken, wie wir uns gegen Brügge schlagen. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Knauf. Ja, die erste gelbe Karte geht an Brügge. Es ist ein eher ruhiges Spiel, aber Knauf macht auch direkt das 1-0. Beste Leben. Gute Entscheidung von mir anscheinend. Da macht er auch sein Champions-League-Tor. Dann kommt Nico Schlotterberg, Guerrero, zweite Vorlage. Boah, nice Spiel auf jeden Fall. Schlotterberg, glaube ich, auch erstes Champions-League-Tor, ne? Wenn nicht sogar erstes Tor generell von uns. Das ist schon mal sehr gut.
Ja, jetzt müssen sie verletzt wechseln. Hoffentlich ist das nicht so gut. Gute Besserung auf jeden Fall raus. Erling Haaland mit dem 3:0. Es sieht sehr gut aus, dass wir das letzte Spiel auch klar gewinnen. Und wir gehen mit einer 3:0-Führung in die Halbzeit. Damit kann man arbeiten. Dann kann man natürlich. Was kann man machen? Ich glaube, ich lasse erstmal so. Ich lasse erstmal so weiterspielen. Dann haben wir die 1,5er, 1,0, 2,0, 2,0. Und dann haben wir noch im Tor einen 3,5er und einen Timo Werner. Komm, den motiviere ich mal. Und ja, natürlich, da haben wir drei 70er, die können wir massieren. Halteansprache. Lass uns genauso weitermachen. Wir gehen erstmal so unverändert rein und werden aber früh wechseln. Erling Haaland mit dem 4:0. Es läuft sehr gut. Haaland mit Doppelpack. Damit kann ich leben. Wenn das sogar sein letztes war, ne? Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Dann sind wir dann 59. Da können wir einmal wechseln. Reyna kommt rein. Die Maria kommt rein. Für Timo Werner. Knauf darf einmal links aushelfen. Dann kommt Vitinha rein für Jude Bellingham. Pellegrini kommt rein für Guerrero. Und Schlotterbeck kriegt auch eine Pause für Manolas. Und Haaland darf durchspielen. So, da haben wir früher 5 Leutewechsel. Hoffentlich verletzt sich jetzt nichts mehr bei uns. Das könnte bitter werden, aber wir führen 4:0. Ich denke nicht wirklich 5:0 führen wir jetzt. Haaland mit den Dreierpack. Ja, perfekt. Mehr wünscht man sich nicht. Und es sieht sehr, sehr gut aus für uns. Also damit kann man wirklich arbeiten mit diesen. Die Maria nochmal ein Tor. Vorlage Ansgar Knauf. Tor gemacht, Tor vorgelegt. Kann man mit so leben. Kann man mit wirklich gut leben. Okay, wir gehen in die Schlussphase. 76. Passiert noch was? Sieht nicht wirklich danach aus. Ansgar Knauf nochmal. Ein besseres Spiel kann es für Ansgar Knauf nicht geben. Er beginnt mit dem 1:0, dann legt er noch eins vor und macht das 7:0. Sehr, sehr starkes Spiel von Ansgar Knauf, aber der beste Spieler war die Maria und der ist auch spät erst gekommen, ne? Das ist auch schon ziemlich krass. Dann gehen wir in die Ergebnisse und gucken uns die Abschlusstabellen an. Wir sind mit 5 Siegen und einer Niederlage Tabellenführer, klar. Wir haben das dominiert. 3 Gegentore in 6 Spielen kann ich auch mitleben. Villarreal, Atalanta Bergamo haben auch nur 1-1 gespielt. Damit ist Atalanta Bergamo auch mit. Das war ja eigentlich, glaube ich, vorher schon klar. Dann in der Gruppe A hat sich Milan ja klar durchgesetzt. Trotz der Niederlage gegen Milan ist Sevilla weitergekommen. Chelsea geht in die Europa League in der Gruppe B. Real Madrid hat sich da auch klar durchgesetzt, hat erstes Unentschieden geholt sich gegen Leipzig und Leipzig ist damit auf den zweiten Platz geblieben. Lille geht in die Europa League. Nice one auf jeden Fall. Bei uns geht Villarreal in die Europa League, habe ich vorhin gar nicht gesagt. Dann das letzte Spiel, Atletico gewinnt 3:1 gegen Porto, ist damit Gruppenerster und Juve gewinnt 1:0 gegen Bode Glimt und kommt in die Champions League. Kommt weiter in die Champions League. Glimt muss da durch in die Europa League, aber Props gehen raus auf jeden Fall. Starke Champions League-Saison von einer Mannschaft wie Bode Glimt aus Norwegen. Die haben eine 781er Stärke und haben so eine starke Saison gespielt in der Champions League. Was haben die gemacht? Die haben unentschieden gegen Atletico, gewonnen gegen Porto. Entschuldigung, das war mein Wecker. Gewonnen gegen Porto. Dann haben sie gegen Atletico wieder verloren. Dann haben sie gegen Juve gewonnen. Dann haben sie unentschieden gegen Porto. Und das war's schon. Starke Saison. Auf jeden Fall. Die Gruppe E. Manchester City kommt weiter. Die haben 0-0 gegen Barcelona gespielt. Barcelona ist auch weiter. Und Piräus muss in die Europa League. Auch starke Saison von Piräus. Wolfsburg ist leider raus. Gruppe F. Manchester United kommt klar weiter. Sporting Lissabon hat sich da auch noch mit 0-0 festgesetzt und Salzburg geht in die Europa League und Zenit St. Petersburg ist raus. Die Gruppe G. Liverpool, er ist klar weiter, hat die erste Niederlage hier gegen Ajax gemacht. Dadurch ist Ajax weiter und Inter Mailand muss in die Europa League. Trotz des 4:1 gegen Kiew. Und in der Gruppe H, PSG hat sich natürlich klar durchgesetzt. Bayern hat sich auch durchgesetzt. PSG nochmal 5:1 am Ende. Lionel Messi mit einem Doppelpack stark auf jeden Fall. Bayern 0-0 gegen Beşiktaş und Beşiktaş kommt dadurch in die Europa League. Und jetzt gehen wir in die Stimmen. Die letzten Stimmen von der Gruppenphase. Das war natürlich ein grandioser Auftritt von Angel Di Maria in diesem Spiel. Er hat mit seinen Leistungen maßgeblich zu unserem Sieg beigetragen. Daran waren nur die Schiedsrichter schuld. Da bin ich ganz selbstkritisch. Trainer Philipp Clement.
Das Spiel war ausgeglichen auf beiden Seiten. Unai Emery beim 1-1, ja, ist auch Zitat des Tages. Es hat sich wieder gezeigt, dass kein Gegner einfach zu schlagen ist. Präsident Antonio Pergassi. Und jetzt gehen wir offiziell in die Auslosung der nächsten Runde. Wen kriegen wir als möglichen Gegner? Sporting Lissabon spielt zu Hause gegen Atletico Madrid. Okay, nice. Atalanta Bergamo, gegen die dürfen können wir nicht spielen. Mosran gegen Manchester City. Also mögliche Gegner von uns sind Juve, Sevilla, Barca und Ajax. Juve muss zu Hause gegen Real Madrid. Okay, starkes Spiel. Ajax Amsterdam zu Hause gegen Manchester United. Oh, okay. Sevilla oder Barca. Leipzig zu Hause, Milan, Liverpool oder PSG? Liverpool. Ja, das war's für Leipzig, denke ich. Wer weiß, vielleicht überraschen sie uns ja. FC Barcelona. Das kriegen wir, das kriegen wir. Oh, da müssen wir gegen Sevilla. Nice one. AC Mailand gegen Bayern und Sevilla gegen uns. Also warum der bei AC Mailand trotzdem so macht, ne? Als ob ich gegen Sevilla spielen darf. Bayern zu Hause gegen Milan und wir gegen Sevilla. Sehr interessant. Sehr interessante Partien. Kleine Revier. Ich meine, ich glaube, kleines Revier-Derby wollen wir mal sagen. Gegen Bochum steht an. Und Haaland hat sich natürlich erstmal schön in Form geschossen. Ne? Reyna auch, 16er Form. Di Maria hat auch eine starke Form. Aber ja, okay, für Knauf ist natürlich, wäre schön. Hat ein starkes Spiel gemacht jetzt in der Champions League. Dann haben wir noch einen Koulibaly, der ein bisschen Pause braucht. Manolas kommt rein. Er kommt raus. Dann haben wir einen Guerrero. Danach müssen wir gegen Fürth spielen. Das heißt, wir haben noch einige Spiele, wo wir sie testen können. Wo wir alle testen können. Bissaka ist 1A-Einkauf, wenn man sich das einfach mal anguckt. Ne? Er hat jetzt auch eine 85 jetzt von seiner Form her. Top. Top, top, top. Dann, was können wir noch machen? Ja, Reyna kommt rein. Knauf bleibt drin. Aber ich glaube, wir machen das wieder so. Und die Maria darf so rein. Weil das ist ja auch nur ein Punkt. Und Knauf hat eine gute Form. Und dann können wir Timo Werner ja noch reinbringen. Das ist ja das Ding. Dann, was machen wir dann? Lass ich Pellegrini spielen? Ja, Guerrero kriegt eine Pause. Guerrero kriegt eine Pause. Und Pellegrini hat ja auch immer eine gute Form. Und gegen Bochum schätze ich mal, dass wir das dürfen. Gegen Bochum muss ich auch nicht wirklich auf Taktik achten. Ja, wer weiß. Natürlich, wir haben hier einen Gunwohl oder wie der ausgesprochen wird. Und einen Blumen. Und das kriegen die schon gebacken. Das kriegen die schon gebacken, auf jeden Fall. Und dann gehen wir auch rein in das letzte Spiel der heutigen Folge. Gegen Bochum, die Sofortberechnung. Gebt euer Bestes. Wir müssen mal wieder gewinnen und nicht nur unentschieden in der Liga. Es ist ruhig. Es passiert noch gar nichts. Ja, da sind die wahrscheinlich noch nicht von ihrem Champions League Spiel. Haben sie nicht mitgenommen, leider. Und Erling Haaland, Vorlage Angel, die Maria. 1-0, perfekt. Da macht er das 1-0. Das wichtige 1-0. Noch eins vor der Halbzeit und dann wäre ich komplett zufrieden. Aber nicht von Bochum, ne? Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Weil man kennt die Gegner. Wenn ich das sage, dann kassiere ich entweder eins. Auf Ansage. Auf Ansage einfach. Auf Ansage. Es ist bitter. Ja, genau. Viererform. Ja, dann kommt Timo Werner rein. Wir wollen ja nichts riskieren. Und Reyna bleibt erstmal Spielergespräche. Wir haben ein paar Einser in der Verteidigung leider aber nur. Und natürlich ihn hier. Und dann motivieren wir nochmal die Maria. Und massieren die, die angeschlagen sind. Schlotterbeck, kein gutes Spiel. Aber er ist immerhin da. In der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf. Wir müssen das Ding hier gewinnen. Wir dürfen nichts anbrennen lassen. Komm schon. Es bleibt beim ruhigen Spiel, ne? Es ist bitter. Wir kriegen einfach nichts gebacken. 65. Reyna raus, Reus rein, Bellingham raus, Vitinha rein. Zwei Wechsel habe ich noch.
Die Außenverteidiger spielen aber gut. Ja, Pellegrini nicht so. Ich kann Guerrero noch mal ein paar Minuten reinbringen. Und versuchen da was zu drehen. Vielleicht kann Guerrero ja was drehen. Sechsundsiebzigste. Haaland kommt auch nicht mehr zum Zug. Moukoko noch mal. Vielleicht kann er noch ein paar Minuten noch das entscheidende Tor machen. Wir dürfen doch nicht schon wieder unentschieden in der Liga spielen. Warum spielen wir nur noch unentschieden in der Liga? Siebenundachtzigste. Passiert irgendwas? Nein, es wird nur gewechselt und er pfeift ab. Er pfeift ab, oder? Ja. Wir spielen nur noch unentschieden in der Liga. In der Champions League hauen wir sie so weg und in der Liga spielen wir unentschieden. Das wird nicht dem Vorstand nicht gefallen. Auf jeden Fall nicht. Dann gucken wir mal. Köln gewinnt 3-1 gegen Augsburg. Bochum 1-1 gegen uns. Kräuter führt 3-1 gegen Union. Bayern gewinnt 2-0 gegen Mainz. Leipzig 0-1 gegen Gladbach. Wolfsburg verliert 0-1 gegen Stuttgart. Frankfurt 2-2 gegen Leverkusen. Freiburg 1-4 gegen Hoffenheim. Und Hertha 2-1 gegen Bielefeld. Wir bleiben auf dem 5. Aber ja, mittlerweile sind es fast schon, es sind schon 8 Punkte. Ne? Es sind fast schon 10 Punkte. Es sind 8 Punkte auf Bayern. Und 6 Punkte auf Gladbach und 5 Punkte auf Wolfsburg und 3 Punkte auf Köln. Ja, Bochum hat das wegen des Unentschiedens jetzt einen Punkt gut gemacht und ist jetzt auf den 16. Tabellenplatz gerückt. Das finde ich sehr bitter für Bielefeld, aber was sollen wir tun? Das Unentschieden geht in Ordnung. Mit ein bisschen mehr Glück oder Pech für eine der Mannschaften hätte es auch einen Sieger geben können. Eduard Löwen, VfL Bochum. Wir sind sehr enttäuscht. Der Bochum hat sehr diszipliniert gespielt. Wir haben 90 Minuten hart gearbeitet, aber wir haben es nicht geschafft, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. So einfach ist meine Erklärung. Es war Pech. Trainer Florian Beckmann. Zitat des Tages ist: Ich habe immer Spaß am Fußball. Heute hatte ich besonders viel. Andrej Kramaric. Spieler des Tages. 2 Stück von uns. Emre Can wurde schon wieder mal Spieler des Tages. Hat er, glaube ich, schon einmal geschafft. Auf jeden Fall nice von dir. Dann haben wir von uns Vitinha und Can. Spieler des Tages läuft von Mainz. Von Frankfurt haben wir Lammers. Von Köln haben wir Skiri und Uth. Von Bayern haben wir nur Goretzka. Von Mainz haben wir Niakate. Von Stuttgart haben wir Kempf und Müller. Und von Gladbach haben wir Elvedi. Und von Fürth haben wir Meierhofer. GG. Am Ende der heutigen Folge angekommen, beim Spiel gegen Kräuter Fürth, würde ich mich heute für heute verabschieden. Wie schon gesagt, wir sind ja auch am Ende angekommen. Ne? Anscheinend cool, cool. Ansgar Knauf spielt bei Dortmund keine Rolle mehr. Hat jetzt die letzten 2 Spiele von Anfang an gespielt, aber seit dem 16. spielt er keine Rolle mehr. Ergibt Sinn für mich. Ergibt Sinn für mich. Auf jeden Fall. Würde ich mich für heute verabschieden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir in den Januar übergehen. Das heißt, wir werden vielleicht den ein oder anderen Spieler abgeben und oder neu kaufen. Das sehen wir ja dann. Wir müssen gucken, was wir machen können. Wir haben natürlich einen Haaland mit 127 Millionen, aber ja, 14 Spiele, 4 Tore. Der schlägt nicht so ganz ein. Vielleicht brauchen wir einfach einen Typen hinter ihm, der da noch besser spielt. Aber ich bin mit Reyna voll und ganz zufrieden. Er macht sein Ding. Genauso wie Marco Reus, also eigentlich brauchen wir auf dieser Position gar nichts. Zentrales Mittelfeld sind wir auch sehr gut bedeckt. Da haben wir noch einen Raschel, der wahrscheinlich auch verliehen wird, da ich da nicht mit arbeiten kann. Also ich kann damit leider nicht wirklich arbeiten, weil die beiden sind immer fit und machen immer ihr Ding. Emre Can, 17er Form, wenn man sich das anguckt. Wir haben einiges zu tun. Also meine Liste nächstes Mal sind eventuell ein Ansgar Knauf verleihen, einen Moukoko verleihen und einen Raschel verleihen und dann einfach mal gucken, ob wir dafür noch Ersatz kriegen. Auch ganz oben auf der Liste steht natürlich, wenn man sich das anguckt, ein Adeyemi von Salzburg. Aber dafür fehlen uns ja noch ein, zwei Euro. Da müssen wir halt gucken, ne? Müssen wir halt gucken. Und nur realistische Transfers. Sind die da alle drunter? Nein, nur Böckmann ist unter realistischen Transfers. Und da kann man ja auch gucken, dass man den vielleicht verpflichtet. Ja, für die zweite Mannschaft ist natürlich auch wieder zu hart. Aber wir können gucken. Wir haben einiges vor. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass